Hey Internet und YouTube, ich bin zu Exil zurückgekehrt und wir haben das Amulett erhalten, um ihm eine Falle zu stellen. Amulett übergeben. Baraka ist tot. Das ist doch ein Trick, Gucho. Es gibt niemanden auf Kila, der stärker ist als er. Anscheinend schon. Hier, sein Amulett. Warum solltest du ihn töten? Wer sagt, dass ich es war? Wenn du mir nicht glaubst, sieh selbst nach. Seine Leiche liegt nordwestlich von hier, unterhalb des großen Tores. Ixil wird deine Worte prüfen. Wenn du lügst, erwartet dich der Zorn der Tivas. La 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 la. Großen Löffel kannst du behalten, mein Freund. Soll ich ihm jetzt ganz unabhängig... Weißt du eigentlich, warum sie mich bei den Piraten rausgeschmissen haben? Nein, aber ich fürchte, das wirst du mir gleich erzählen. Also, das war so. Am Anfang haben mich alle gemocht, weil ich ja eigentlich ein ziemlich netter Kerl bin. Ich habe mir fast die Hände blutig geschuftet für die Kerle, nur um dabei sein zu dürfen. Und was machen die? Sie schmeißen mich raus, nur weil ich versehentlich das falsche Bett benutzt habe. Das ist mir schon öfters passiert. Ich meine, alleine natürlich. So, so, das falsche Bett benutzt, ja? Und das war alles? Glaub mir, ich habe sonst nichts gemacht. Ehrlich. Ja, ja. Komm weiter jetzt. Na schön, aber ich war noch nicht fertig. Halleluja. Nun gut, ich hatte genügend Zeit, um abzuhauen. Wow, shit. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht mit den Teleportation Times. Wo ist er denn? Na hier. Baraka ist nicht hier, Gucho. Ah, was du nicht sagst. Du hast Ixil reingelegt. Na, wie fühlt sich das an? So wie der Schmerz, den du jetzt fühlen wirst. Lächerlich. Oh, das war... Zauberei. Das war... Oh, wow! Wow, wow, wow! Unsere Gesetze. Das war eine Lektion. Das kann man sagen. Holy shit. Holy shit. Rum, rum. Baraka ist nicht hier. Oh. Du hast... Na. So. Raka! Kampf endlich! Ja. Oh shit, Mut! Sorry, mein Freund. Los doch! Aua! Ich bin verletzt! Du musst auch nicht ständig im Weg herumstehen. Aber das tut weh! Du bist offensichtlich kein guter Kämpfer. An deiner Stelle würde ich mir eine andere Beschäftigung suchen. Nein, ist schon gut. Ich schaff das schon. Wirst schon sehen. Bald werden wir die fette Beute teilen. Naja, ging ja doch ganz easy, oder? Sobald er nicht zum Schießen kommt. Und jetzt? Wenn ich zu dir, du brauchst du das Amulett wieder? Oder kann ich das verkaufen? Ixil verbreitet keine Lügen mehr. Kampa der Kila ist nun wieder sicher. Ich werde unsere Hike um Vergebung für Ixils Seele bitten. Du jedoch hast eine große Tat für den Frieden vollbracht. Mhm. Du kannst stolz auf dich sein, Gucho. Absolut. Wo ist meine Belohnung? Ah, hier soll es... Okay, Kila. Auf dem Kriegspfad, okay. Warte mal kurz, wo ist denn das jetzt wieder? Ein Haar, okay, gut. Komm schon, das machen wir hier noch ruckzuck fertig. Ruckzuck, sag ich immer, und dann dauert es doch noch 15 Parts. Ist ja nur für den Ruhm. Fürs Gold.
oben und Gold ist da oben, der Typ. Ich hoffe. Und du solltest dich mal selber auf die Suche machen, mein kleiner Freund, weil, sehr anstrengend. Kann ich nicht alles machen. Ich bin ein gutmütiger Mensch. Ist hier jemand? Wahrscheinlich in der Truhe, right? Muschelkette, Pistolen, einschüchtern, kugelsicher. Bahatis Bett. Ja, aber ich sollte hier nicht. Puschel? Leere Truhe? Ah. Sieh an, eine dunkle Haarlocke. Sieh an. Ich habe ein Haar von Makoto. Gut. Lass es mich in die Puppe weben. Ich habe keine Ahnung mehr, woher diese Quest kommt. Hier, nimm sie. Die Macht der Hike liegt in deinen Händen. Und jetzt, Yalaguchu. Wirke Voodoo. Übernimm Makoto. What? Exil ist tot. Chi, die Krankheit aller Gutschos war sein Verderben. Aha, und das wäre? In eurer Sprache nennt man es Gier. Verstehe aber, nicht jeder ist so. Chi, und doch tragt ihr sie in euch. Ob sie ausbricht, entscheidet ihr selbst. Auch wenn Ixil seinem Stamm viel Kummer bereitet hat, so ist sein Tod ein großer Verlust. Ich werde unsere Kiki bitten, dass sie seinen Übergang in die Schattenwelt vorbereitet. Geh nun, Gucho. Du bist ein Seefahrer, richtig? Oh, der nervt mich. Ja, richtig. Das habe ich mir gleich gedacht, so wie du aussiehst. Jesus ich habe Christ. Ja gar keine Ahnung von der Seefahrt, aber bei dir habe ich ein gutes Gefühl. Also, ich werde gerne unter deiner Flagge segeln. Wann legen wir denn ab? Du bleibst am besten hier auf der Insel und sicherst unsere Nachhut. Na schön. Aber wehe, du legst einfach ab und kommst nicht wieder. Würde ich niemals tun. Okay, dann lass uns hier weitermachen, bevor noch jemand anderes unseren Tempel plündert. Ist klar, mein Freund. Was ist denn jetzt? Was muss ich hier übernehmen? Ein Gucho? Hier? Makoto gewusst, dass Kamil schwacher Tonka lässt ärmlichen Menschen in unser Dorf und spuckt auf Ehre der Kieler. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Das ist Makoto klar. Aber du bringst Ärger mit dir. Du nicht mal gut genug, um die Arbeit unserer Muleke auf dich zu nehmen. Guchos wie du taugen zu gar nichts. Weniger wert als Dreck auf den Makoto tritt. Langsam, du besser gehst mir aus den Augen, Gucho. Langsam. Oder du enden wie dieser Gucho Slim in Gefangenschaft. Neben dem möchte ich nicht aufwachen. Das versaut einem ja den Tag. Gucho Frau ist unwürdig. Sag ihr, sie soll ihren Mund halten. Was für ein Dreckskerl. Woher kommt dein Hass auf die Piraten? Makoto hasst nicht nur Menschen von Strand, sondern alle Guchos. Makoto kennt die Geschichten, die man sich erzählt. Eure Donnerstöcke sind schneller als der Wind und eure Gier ist größer als jeder Felsen.
Ihr legt Eisen um unsere Frauen und Männer, zertrampelt, was wir erbaut und entweiht, was wir verehren. Als die Tivas euch schufen, mussten sie voller Zorn gewesen sein. Kann es sein, dass du hier das Großmaul im Lager bist? Makoto ist kein Großmaul. Makoto stärker als Baraka, klüger als Tenya und schneller als Tadashi. Naja. Wenn ich nächster Chaka, wir Kieler werden stark und bekriegen alle Gujos. Ich merke schon, das führt zu nichts. Okay, soll ich jetzt... Warte mal, wie soll denn das jetzt funktionieren? Das wird nichts. Okay, hat Kopfschmerzen. Was soll ich denn jetzt tun? Soll ich mit dir sprechen? Großes Voodoo-Gucho. Ah, okay. Du hast es geschafft. Nicht schlecht, was? Chi. Aber wisse, wer das Fleisch kontrolliert, trägt Verantwortung. Die Hülle des Lebens ist sehr zerbrechlich. Wie geht's jetzt weiter? Sprich mit Chaka Hirutu. Überzeuge ihn, dass nicht alle Gujos eine Bedrohung sind. Da du nun den Körper eines Tonka kontrollierst, wird er dich anhören. Perfekt. Chaka Hirutu, Makoto möchte mit dir über die Gujos sprechen. Chi, die Zeit für Karaka ist gekommen. Die Gujos werden bald geopfert. Nein, Makoto schlägt vor, vertrauen wir den Gujos und suchen Frieden. Frieden? Mit den Gujos? Hirutu zweifelt an Makotos Worten. Hat Makoto nicht vorgeschlagen, die Gujos zu bekämpfen, wo sie uns begegnen? Makoto hat seine Meinung über die Gujos geändert. Makoto sollte seine Meinung nicht ändern. Seine Meinung sollte fest sein, wie der Stamm eines Baumes. Aber die Tradition verlangt es, dass ich einem Tonka die Möglichkeit gebe, mich zu überzeugen. Deine Stimme allein ist mir nicht genug. Nenne Hirutu Argumente von drei weiteren Kila, warum wir nicht gegen die Gujos in den Krieg ziehen sollen. Ist dieses geschehen, wird Hirutu Makotos Wunsch achten. Vorher nicht. So, die Meinungen der Kila sind Hirutu also wichtig. Chi, wenn sie dir drei Argumente für den Frieden geben, werde ich ihren Wunsch achten. Doch bis dahin ist der Krieg gegen die Piraten beschlossene Sache. Sie alle werden den Hike geopfert. Na super. Ohne guten Grund wird Hirutu seine Meinung über die Gujos nicht ändern. Uwamba. Chaka Hirutu, voller Zorn. Nicht einmal die Worte eines Tonkas besänftigen ihn. Dann höre meinen Rat. Wenn wir Kila den Kampf mit den Gujos suchen, wird unser Stamm gute Männer verlieren. Und ohne unsere Männer wird unser Dorf schutzlos sein. So, Chi. Ten Muleke also. Werden schutzlos sein, wenn sie nicht mehr sind. Chi, der Schutz unseres Volkes ist wichtig. Das sollte ich bedenken. Ich hoffe, du hast noch mehr, denn sonst ist mir das zu wenig. Ja, ich wollte nur mal langsam anfangen, mein Freund. Oh, shit. Das nehme ich mir noch, okay? So, wer ist denn hier noch? Hinten ist ja niemand. Du, vielleicht hast du was zum Sagen? Yala, Makoto. Das sieht nicht so aus. Wunderbar. Bin ich jetzt für immer der Typ? Der lebt ja nicht mehr. Hier drüben war jemand am Leben. Wie viele verdammte Eingeborene gibt's denn hier? Drei?
Ah, die hier. Hoffentlich sagst du mir irgendwas Wichtiges. Oha Makoto. Zum Takabahati? Kannst du mir etwas Gutes über die Guchos sagen? Warum Palava in Sprache der Guchos? Das versteht mich hier kein Schwein. Ich möchte den Guchos helfen und lernen ihr Palava. Uwamba, mea Tosheka. Hike sum kapo. Du wollen wissen, was ich denke von Guchos? Ja. Bahati denken, dass wir genug andere Probleme haben. Überall Mortau und Spinnen. Es wäre besser, wenn wir uns mit den Guchos verbünden würden. Makoto Chakeke. Makoto Chakeke. Takamaloche? Ganz meine Meinung. Okay, Nummer 2. Ja, sie sollen sich doch verbünden, oder? Ich brauche doch Verbündete für die Allianz. Ja, vielleicht hat das damit gar nichts zu tun, aber hey, ist doch Wurst. Wir questen, bis die Welt untergeht. Wartet mal, wo könnte denn jetzt noch hier hinten? War der noch? Hier war doch auch niemand. Du, ob er noch was zu sagen Ola, hat? Ola Makoto, bitte lass Bobo in Ruhe. Was auch immer du willst von Bobo. Bobo nicht interessiert. Das ist ja Wahnsinn, der schläft hier nur, oder? Ach Mensch, hier bist du. Ich hab dich die ganze Zeit gesucht. Du hast dich so gut getarnt hier. Makoto, dieser Tonka hat zu tun. Kamil, keine Zeit für kleinen Tufa. Wie hast du mich genannt? Kleiner Tufa, weil deine Füße zwei linke sind. Du wirst niemals ein wahrer Tonka sein. Du wirst müssen mehr Maloche, wenn du die Hika an deiner Seite willst. Was hältst du davon, die Guchos zu opfern? Große Bambule mit Guchos? Nein, das ist dümmste Idee, die jemals deinen Mund verlassen hat, Makoto. Das war Hirutus Idee. Oh, dann Idee doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Trotzdem nicht die Lösung. Die Hike helfen nur denen, die sich selbst helfen. Sie werden uns keinen Frieden bringen, wenn wir nicht machen ersten Schritt. Genau wie sie werden dir kein Glück bescheren, wenn du nicht anfangen mit Maloche. Das könnte hilfreich sein. Okidok, danke schön, danke schön, danke schön, danke schön. Ups. Oh mein Gott, ich kann es einfach nicht lassen. Ich bin süchtig nach Purzelbäumen. So, Chi, wenn sie... Kamils Meinung ist, dass die Ahnen nur denen helfen, die sich selbst helfen. Ihre Hilfe zu erflehen, wird sie nicht dazu bringen, uns beizustehen. Hm, das ist wahr. Doch ist das noch nicht genug? Nein, keinen Kampf. Hm. Chi, du hast Hiruto überzeugt. Ein Kampf gegen die Guchos ist unter diesen Voraussetzungen eine schlechte Wahl. Danke, Makoto. Geh nun wieder auf deinen Posten. Ich muss mich nun weiter meinen Aufgaben widmen. Wie zum Beispiel, okay, 300 Gold und Ruhm, passt doch, oder? Alles für den guten Zweck. Ono Palava, du weißt, was zu tun ist. Ja, ist ja schon erledigt. Ich wollte dir nur von dem Erfolg berichten, aber wenn du das Wurst ist... Das war schon eine ziemlich große Sauerei, mich einfach in den Dschungel zu schicken. Wie bitte? Na, die Piraten. Sie haben mich einfach weggejagt. So eine Frechheit. Der Dschungel ist gefährlich. Ich könnte tot sein. Ja, könntest du. Bist du aber nicht. Wenigstens einer, der Mitleid mit mir hat. Geht. Es ist schon wichtig, gute Freunde zu haben, nicht wahr? So, jetzt aber Schluss mit dem Palava. Wir haben ja noch einen Tempel zu plündern. Haben wir? Ich bin mir nicht sicher, ob wir das haben. Ich rede jetzt nochmal hier. Die tanzt hier die ganze Nacht, oder? Okay, ich habe das einfach nur so gelöst. Gut. Hier ist noch... der Typ, aber... komm, wir gehen noch zu Slim, der ist doch hier gleich. Ich war doch bei ihm. Schon 20 Mal, weil ich mich verlaufen habe, oder?
Wow, ich dachte, ich bin runtergefallen, du. Hi, wir alle schauen hier rein jetzt, okay? Oh, verdammt. Was machst du denn hier? Warum bist du noch am Leben? Wie kann das sein? Das ist dieser hinterlistige Kerl, der mir damals die Schatzkarte von der Krabbenküste verkauft hat. Ich kann alles erklären. Dann schieß mal los. Aber ich warne dich. Versuch nicht, mich zu verarschen. Ich wurde damit beauftragt, dir und deiner Freundin diese Karte von der Krabbenküste anzudrehen. Weiß nicht mal, was das für ein Ding war, das mir den Auftrag gegeben hat. Auf jeden Fall war es kein Mensch, so viel sicher. Ein riesiger Haufen Knochen, der sprechen konnte. Hat mir gesagt, ich soll mit Gold überschüttet werden, wenn ich das mache. Im Ernst, was hätte ich machen sollen? Hätte ich abgelehnt, wäre ich sofort dran gewesen. Bin doch nur eine arme Wurst, der man keine Wahl gelassen hat. Du sitzt ganz schön in der Scheiße, Freundchen. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht, aber du musst mir helfen. Wie kommst du darauf, dass ausgerechnet ich dir helfen sollte? Weil hier sonst keiner ist, der mir zuhört. Die wollen mich ihrem Orakel opfern. Red mit ihrem Häuptling. Sag ihm, dass sie mich freilassen sollen. Was weißt du über das Orakel? Ich weiß nur, dass es eine ihrer Gottheiten oder so sein soll. Aber das ist auch völlig egal. Mann, ich will nicht sterben. Hilf mir endlich, bitte. Wo ist das Gold, das man dir gegeben hat, um mich reinzulegen? Davon ist nichts mehr übrig. Ein Teil wurde mir geraubt und den anderen habe ich versoffen. Du siehst, ich habe schon mehr als genug für meine Taten gebüßt. Ich schwöre bei meiner Piratenehre, wenn ich noch etwas hätte, würde ich es dir geben. Ehre? Aus deinem Mund hört sich das an wie ein Witz. Mann, es ist mir wirklich ernst, glaub mir. Ich werde mit dem Häuptling reden. Mal sehen, was er über dich zu sagen hat. Aber vergiss nicht zu erwähnen, dass er mich freilassen soll. Ich denk drüber nach. Mann, mach bloß keinen Scheiß. Ich hab bestimmt irgendwann mal Frau und Kinder. Tja, oder auch nicht. Oh, da kam schon wieder die neue Quest. Aber wir können ja mit ihm quatschen. Gleich hier. Nee, hallo, hallo, hallo. Höre, ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen. Ach ja? Chi, ich werde die Piraten dulden auf unserer Insel. Aha. Woher jetzt der Sinneswandel? Mein Volk sprach in Weisheit zu mir. Ich werde auf seine Stimme hören. Tja, dann sag ich mal, den Ahnen sei Dank. Danke dir für deinen Rat. Hier, nimm dies, Friedensstifter. Sehr gut. Und jetzt über Slim reden. Ich möchte mit dir über Slim, den gefangenen Piraten, reden. Gut, Hoshi der Kila. Hiroto wird dir zuhören. Doch wisse, der Pirat Slim hat unseren Boden entehrt. Er ist Kabuki für uns, Kila. Kurz gesagt, er hat Mist gebaut. Chi, er hat Gaia erzürnt mit seiner Anwesenheit. Böse Aura. Tau, der Tod, erwartet ihn bereits. Sag, wie würdest du an Hirotos Stelle handeln? Verschone sein Leben. Warum ist dir sein Leben wichtig? Er wurde getäuscht und hat eine zweite Chance verdient. Ich sehe deine Entschlossenheit. Gut, dieses eine Mal werde ich den Rat eines Gutschus achten. Geh nun und berichte ihm von meinem Urteil. Oh, das ging ja schneller als gedacht. Und plus 3 Seele. Sexy, 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 sage ich dazu noch. Ich habe den Häuptling davon überzeugt, dich freizulassen. Oh Mann, danke. Ab heute werde ich eine ehrliche Haut, ich verspreche dir. Ich werde ab sofort jeden Tag eine gute Tat vollbringen und... Jetzt halt einfach den Rand und mach, dass du von hier verschwindest. Danke nochmal. Ich breche auf zum Piratenlager. Wir sehen uns. Okay, sehr gut. Was haben wir hier? Ich habe mich um Slim gekümmert. Er wird so schnell niemanden mehr in die Irre führen. Und was macht dich da so sicher? Weil ich ihm garantiert keine zweite Chance geben werde. Gut. Denn wenn einer meinen Bruder umbringt, dann bin ich das. Na, besten Dank. Haha. Jetzt hab dich nicht so. Okay, schön, dass wir darüber gesprochen haben. So viele Quests habe ich jetzt erledigt, richtig? Ich habe nur noch diese affige, das mit dem blöden Gnom, aber interessiert uns der Gnom? Der interessiert uns weniger, oder?
Wir haben ja noch das Geisterritual. Und den muss ich alle rekrutieren. Was ist hier? Oh, die Nervensäge gehört. Oh. In den Tempel gehen. Der gehört dazu. Wahrscheinlich ist die in der. Okay, da gehört dazu. Oh, okay. Okay, okay, okay. Dann bleibt mir ja gar nichts übrig. Was wirst du jetzt mit deinem neuen Leben anstellen? Naja, erstmal werde ich mir bei Buß einen saufen. Und dann? Sauf ich noch einen. Okay, du hast also noch keine Ahnung, was du machen wirst? Klar doch, ich werde für jeden Tag dankbar sein, den ich noch erlebe und... Säufst dir einen. Naja, schon... Da wollte ich gar nicht so schnell klicken. Moment mal. Wer hat dir eigentlich erlaubt, mir einfach nachzulaufen? Keine Sorge. Ich werde schon auf dich Acht geben. Ich sichere unsere Nachhut auf unserem Weg zum großen Tempel. So, so. Großer Tempel, ja? Was ist, wenn ich das gar nicht will? Disco-Time. Du wirst es nicht bereuen. Das verspreche ich dir. Du wirst schon sehen. Bald werden wir beide reich sein. Von mir aus. Komm mit. Mach mir aber keinen Ärger, klar? Du wirst von meinen Fähigkeiten noch profitieren. Wie auch immer. Du kannst von Glück sagen, dass du mich getroffen hast. Wir werden uns gut verstehen, da bin ich mir sicher. Von welchem Tempel redest du da überhaupt? Die Eingeborenen haben im verbotenen Tal einen geheimen Tempel. Man munkelt, dass derjenige, der ihn findet, mit Reichtümern nur so überschüttet wird. Du glaubst wohl alles, was man dir erzählt. Das kommt aus einer zuverlässigen Quelle, glaub mir. Du wirst mir noch dankbar sein für diese überaus wertvolle Information. Bring uns einfach zu diesem Tempel, dann wirst du schon sehen. Wo gehen wir eigentlich hin? Das weiß ich noch nicht, aber du wirst es ja gleich sehen. Ich wollte nur sicher gehen. Man weiß ja nie, was einem hier im Dschungel so alles auflauert. Habe ich dir eigentlich erzählt, wie ich... Nein, das hast du nicht. Und es interessiert mich auch nicht. Du musst ja nicht gleich ausrasten. Ich kümmere mich doch nur um unsere Sicherheit. Dann mach das, aber halt die Klappe dabei. Ich muss mich konzentrieren. Na, sag das doch gleich. Ich bin still wie eine Leiche. Okay, wo? Ein kleiner Ohrring. Er möchte es gerne wieder haben. Seekarte. Quest. Pamir. What the hell? Habe ich das vielleicht irgendwie schon genommen? Nee, oder? Warum ist das hier oben eingezeichnet? Ich dachte, das hätte ich jetzt ruckzuck erledigt noch. Wie sieht dein Aurikulki denn aus? Es ist ein kleiner Funkelring. Homies tragen ihn am Ohr. Ein Ohrring? Klingt nicht besonders spannend. Er glitzert über weite Strecken. Kumpo von Pamir dann immer wissen, wenn er sie besuchen kommt. Woher hast du den Ohrring? War Geschenk von Homie. Er ihn sicher nicht mehr gebraucht. Also hat Pamir ihn genommen. Bring mich zu der Affenhöhle. Jep. Homie Lucky nach Gotzo und Pamir läuft. Los geht's. Ah, okay. Das, ich dachte, da oben wäre das Questgedöns. Scusi. Scusi. No. Pamir ist verwirrt. Ging es rechts oder links lang? Was meinst du, Homie? Woher soll ich das wissen? Lass uns rechts entlang. Okidoki, gute Wahl. Pamir geht voran. Woher zum Teufel?
wird das nicht stimmen und wir können den ganzen Weg zurückgehen. Vorsicht, Homi. Wir sind fast da. Mit einem Bananenkompass wäre die Suche viel einfacher. Bananenkompass? Was soll das denn sein? Homi muss einfach eine Schale mit einer Banane hinlegen. In der Richtung, wo die Banane abgebissen wird, ist die Affenhöhle. Und das soll funktionieren? Klaro. Doch genug Blabla. Mir nach. Na, ich hoffe, mein Kleiner, das zahlt sich aus. Wir sind da, Homi. Hier ist der Affe durch das Loch verschwunden. Bestimmt hat er mein Auge... Hoppala. Wie soll ich durch das kleine Loch passen? Homi zu groß. Affe nicht. Gut erkannt, Kleiner. Schlaue Homies benutzen freundliche Affen für kleine Gänge. Du musst nur jemanden suchen, der dir das beibringt. Na. Vielleicht Homies am Strand können, Halpo? Du meinst, ich soll bei den Piraten einen Affentrainer suchen? Jip, jip. Ja klar, jetzt suche ich einen Trainer. Kannst du dir abschminken, mein Freund? Aber sowas von abschminken. Und ich muss jetzt auf diese Insel, weil hier gibt's... Ich muss die Dinge rekrutieren. Okay. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Ich muss noch zu dem Magier bitten. Der gehört anscheinend hier dazu. Na, das ist ja supi. Aber was ich will ist, wer kann mir hier den Kampfding steigern? Wer war denn das? Lecker Proviant. Ihr glaubt ja wirklich, ich mache hier... Wisst ihr was? Zur Feier des Tages. Ich mache jetzt eine Sache. Affige Angelegenheit. Die Feier zur Feier des Tages, das lautet... Ist der Typ jetzt auch bei mir? Permanent, die Nervensäge. Sprich mal mit deiner Crew. Wird wieder Zeit. Was denn? Wieso? Ich will dir keine Vorschriften machen, aber... mir missfällt deine Art, die Dinge anzugehen. Tatsächlich? Man hat den Eindruck, dass unter deinen Leuten irgendwie jeder machen kann, was er will. Im Kampf dürfen wir uns solche Schwächen nicht erlauben. Die Schatten machen keine Gefangenen. Nur mit Disziplin und Kampfgeist werden wir sie besiegen können. Merkt ihr das? Und jetzt weiter aufs Ziel zu. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. War das? Soll ich mit dem reden? Oder was? Speer? Hast du nichts zu tun? Redest du mit mir? So mit... Ich bin ein Was ist das eigentlich für ein komischer Voodoo-Kauz, den du da rekrutiert hast? Du redest von Burns? Was zur Hölle hat dich geritten, ausgerechnet den mitzunehmen? Er hat mir mein Leben gerettet. Naja, was davon noch übrig ist. Naja, ist ja deine Sache. Hauptsache, der Wilde kommt mir nicht in die Quere. Was für ein Hallo. Gut, dich zu sehen. Lass dich nicht verarschen. Hast du nichts zu tun? Okay, das Crewmitglied ist nur... Ja, okay, warte. Sorry für die kleine Unannehmlichkeit. Polly? Rasier dich! Hey, wo kommst du denn her? Polly Pirat! Seefahrer! Ach was. Na dann, willkommen an Bord, Kleiner. Rasier dich! Okay, wunderbar. Steuer in See stechen. Wir reisen jetzt extra hier zur Eisenbucht. Zur Feier des Tages. Wieso? Welche Sequenz kommt hier? Noch ein Monster? Bitte nicht. Also mein Kumpel Eldrick. Wenn das denn möglich wäre, bitteschön. Er verlässt die Gruppe, das ist gut. Braucht niemand. Ich muss eh wieder zurück. Ich muss ja die Ding rekrutieren. Hey, hör mal. Ich denke, ich habe da eine Idee, wie wir hier auf Kalador Gold machen können. Tatsächlich? Ja. Ich hörte, die Leute hier haben eine große Taverne. Ich werde mich da mal umhören. In Ordnung, aber sei vorsichtig. Bin ich doch immer. Also, triff mich bei der Taverne. Vielleicht haben wir ja Glück. Bis später. Okay, perfekt.
Perfekt. Komm mit. Klar. Boni, du musst zwar jetzt nicht unbedingt mitkommen, aber ich will dich einfach immer dabei haben. Eigentlich können wir uns doch gleich hierhin teleportieren, oder? Extra für euch will ich dieses Kampfding lernen. Wer war das? Henrik? Ich will etwas lernen. Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Oh, gib mir Klingentänzer jetzt endlich. Ich möchte schnellere Attacken ausführen können. Schlag einfach schneller zu. Nein, im Ernst. Das Schwierigste ist es, den Schwung nicht zu verlieren. Wenn du dich in einen Schlag legst, dann versuche, den Schwung zu halten. Nutze diesen Schwung, um direkt eine weitere Attacke auszuführen. Gut, danke schön. Nahkampf, Stichwaffen. Ah, Hiebwaffen. Härte 70, klingensicher. Da war jetzt nichts mehr dabei, richtig? Das ist Schwertmeister. Nahkampf 60 wäre das nächste hier, Tausender. Nahkampf 100, Nahkampf 60, okay. Nicht, dass ich mich verschaue. Okay. Gut, wir haben das. Eldrick, gibt es irgendwelche News, wenn ich schon hier bin? News. Nochmal zum Geisterritual. Du wirst also beim Geisterritual dabei sein. Ja, ich werde da sein. Du kannst dich auf mich verlassen, mein Junge. Okay, was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Noch schnell mal 1000 Ruhm hier geholt. Tränke brauen lernen. 2000. 2000. Holy Macaroni. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Wieso? Was willst du denn mit der Crew die ganze Zeit? Du gehst mir auf die Nerven damit mit der Crew. Crew. Okay, ich habe jetzt kaum hier Ruhm. Das macht aber gar nichts. Was machst du hier? Fan. Gibt's nur Taschendiebstahl? Wenn dem was nicht passt, dann soll er die Crew verlassen. Ganz einfach. Was kannst du mir beibringen? Was? Härte 70, Härte 100. Okay. Nichts irgendwie sexy-mäßiges dabei und du hast... Ich habe hier etwas Eisen für dich. Immer her damit. Danke. Da hast du etwas Gold. Zaubersprüche. Dir war was kann ich von Schmiederei, mein Freund. Muskete. Ist jetzt zu spät. Schrotflinte. Kritische Treffer. Alles uninteressant. Zeig mir deine Ware. Wenn du sie dir leisten kannst. Das ist mir... Todesstoß? Was ist das? 45 bis 70. Ha, ich hab was Besseres, mein Guter. Richtig, ich hab doch was Besseres. 35 bis 90 ist auch nicht schlecht. 45 bis 90, so sieht's nämlich aus. So sieht's nämlich aus. Ich bin voll dabei. Okay, ich glaube, wir verkaufen hier noch irgendwas. Es ist nur Verbrauchsgegenstand. Oh Mann. Diese
Getränke lernen, ja, 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 ja. Das behalte ich noch immer für die Magier dann. Habe ich gar nichts, was ich verkaufen kann? Puschel. Super. Ich habe einen Puschel gestohlen. Immerhin in den Krug bin ich losgeworden. Halleluja. Ich akzeptiere den Handel. Kann hier... Nee. Ich warte hier trotzdem. Und wir haben den Klingentänzer. Und jetzt will ich gegen ein Vieh kämpfen, um mir den Klingentänzer hier... zu sehen. Das ist schön. Also ich soll sowieso zur Bar. Auf dem Weg zur Bar gibt es einen Gegner. Ich glaube, ich habe einfach alles abgemurkst, was es zum Abmurksen gibt. Kann ich gegen irgendjemanden hier kämpfen? Will irgendjemand kämpfen? Ich habe mich eurer Gemeinschaft angeschlossen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Freut mich zu hören, dass unsere Reihen wieder Zuwachs bekommen. Wir haben es auch bitter nötig. Denn wie es aussieht, streifen neben den Schatten noch ganz andere Gestalten über diesen Flecken Erde. Von welchen Gestalten hast du gesprochen? Das niederträchtigste Pack, das man sich vorstellen kann. Plünderer! Während wir hier die Stellung halten, gräbt die Saubande nach dem Wissen der alten Hochkultur. Die grünen Feuer locken wohl nicht nur die Rechtschaffenen an. Wo soll ich nach den Plünderern suchen? Ich weiß zwar nicht, wo sie sich verkrochen haben, aber ich weiß, wer es wissen könnte. Du meinst doch sicher Travis, den Tavernenwirt. Richtig. Der kriegt doch alles mit. Das Pack hat sich bei ihm sicher schon Mut angesoffen. Der kann dir bestimmt weiterhelfen. Ich werde mir die Plünderer mal vornehmen. Gut. Sei aber nicht so zimperlich. Besser deine Klinge in ihrer Brust, als ein Messer im Rücken. Okay. Danke für die Quest, die ich hier auch nochmal bekommen habe. Ich habe keine Zeit zum... Gott sei Dank. Okay, das war's, oder? Hendrik ist hier noch immer... Oh Gott, mein Gott, mein Gott. Der ist noch immer hier voll am Spüren. Er spürt immer was. Oh no, was mache ich denn mit Patty? Gold und Dia. Okay, ich dachte, ich hätte hier noch irgendwas zum Beklicken. Nicht, was ihr denkt, YouTube. Ach, hier ist Patsy. Warte mal kurz, Patsy. Ich bin gleich da. Guter. War das schneller? Ich bin gerade in Fahrt. Jesus Christ! Ein Vieh weniger. Nun. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war ein bisschen schneller, oder? Oh Mann, ja, das eine. Die Bären sind meins, Bones. Okay, du bist jetzt auch hier. Dann können wir doch glatt die Quest dann machen. Und. Die Quest, die affige Angelegenheit. Na, 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 na. Der neue Rang, den will ich auf jeden Fall haben. Ja, ja, die kannst du annehmen. Das wollen wir auf jeden Fall machen. Wenn wir noch mit dem reden, mit dem reden, mit dem reden und mit Patty reden, ob sie was rausgefunden hat. Holy moly. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Macht's gut. Tschüss.